Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dübe Detlef and Friends. Und die Friends seid ihr natürlich. Ist doch klar, dass ihr die Friends seid. Und wir grinden mal noch ein bisschen. Und der Leo war mir vergönnt, ne? Der Leo war mir vergönnt. Und der Light auch. Welchen fahre ich denn lieber von den beiden? Gar keinen? Also Leo ist ganz vernünftig. Wir belassen es mal bei diesem Wortlaut. Ganz vernünftig. Ah, drüben schon mal ein guter Clan. Noch einer. Bei mir. Neue PD ist ja schon mal nett. Gut, ist auch nett. Hansa ist auch nett. Joa, könnte ein nettes Rundchen werden, glaube ich. Könnte spannend werden. Kommt drauf an, was ich daraus mache. Und ihr kennt mich. Suicide ist manchmal mein Name. Von daher kann eine gute Runde rauskommen, aber es kann natürlich auch eine komplett beschissene rauskommen. Ein polnischer E75. So. Haben wir einen Spotter? Wir haben keinen Spotter. Was ist hier los? Ja, hätten ja alle voran, ne? Na komm. Sprunzelwagen und so lassen wir alles mal links liegen. Auch wenn sie da drüben wahrscheinlich irgendwo wappen werden. Sag ich doch. Wäre mir schlecht rausgealtert, das Ding. Ja, Hollywood hat natürlich einen guten Panzer hier vorne. Ich eher weniger. Ich bleib auch noch ein bisschen defensiv, weil ich keine Panzerung habe. Wir erstmal sehen, was da alles kommt und dann. Da ist doch glatt was an meinem Turm hier bei uns. Wenn wir hier so dicht sind, ja, weiß ich ja ganz genau, was kommt. Nämlich die Arti kann wieder schön reinhalten. Da habe ich keinen Bock drauf. Wirkungstreffer.
Blöd ist der Heavy. Oh, der Heavy ist weg. Ja, ich kann gar nicht so viel sagen, Mensch. Das ist schon wieder spannend, das Game, ne? Auf jeden Fall. Ein bisschen Spannung ist drin, ne? Mal gucken, wie viel der Strunzelwagen noch hat. Mit einem Schuss kriegt er mich auf jeden Fall nicht tot. Dementsprechend würde ich natürlich gerne hier die 3000 voll machen. Ja, dann nehmen wir den Spotting-Schaden mit. Dann nehmen wir den Spotting-Schaden mit, auch okay. Schönes Rundchen. Schönes Rundchen, ich hoffe, euch hat es gefallen, Mensch. Hat Spaß gemacht, ne? Man ist reingekommen. Man konnte seinen Schaden anbringen. Haben wir eigentlich ganz gut gespielt. Arti hat uns auch ein bisschen bewirkt, aber das war in Ordnung. Ist halt sehr statisch an der Stelle, ne? Du kannst aber nichts machen, du kannst nicht weg. Du kannst aber auch nicht weiter vor. Also völlig in Ordnung, dass die Arti da natürlich hinholzt. Und für uns natürlich, dass wir da halt statisch spielen müssen. Anders geht's halt nicht. Was willst du machen? Anders kommen wir nicht voran. So, jetzt sind wir mal wieder Top-Tier. Leider in dem Leid. Das ist, wie gesagt, nicht unbedingt mein Liebster. Weil für Neuner hätten sie ein bisschen mehr Panzerung. Also, es ist halt ein schlechter T-54, ne? Also wirklich ein schlechter. Ja. Leider ein schlechter. Aber das ist halt so. Damit müssen wir klarkommen. So, ich versuche jetzt gleich in eine schöne Position reinzukommen, weil es gibt keine Arti. Wir gucken mal, ob wir in diese Position reinfahren können. Ich bin offen. Ja, es ist leider ein bisschen die Sniperie hier, aber das ist auf der Map meistens so. Alter. Ehrlich jetzt? Er kann mich wirklich hinhören. Was ist denn für eine Scheiße? Okay. Genau, bis jetzt noch alles safe.
glaube, ich werde hier mal meinem Kumpan helfen gehen. Da hochgefahren. Das ist ein kleiner Gang, ne? Ja, und der dreht mich auf. Den kann auch keiner vorher töten. Der steht da 5 Stunden. Und ganz schön, komm. Da schießt mal rein. Den machen wir weg. Den machen wir weg. Was? Von wo kommt der? Rice? Was? Ja, den töten wir. Der ist geil. Oh. Mann. Du kriegst die Tür nicht zu. Aber, meine Leute. Wir sind durch. Aber wir haben immer noch den Grind. Also, kommt hier noch ein schöner AMX 5020. Auf der gleichen Map wie vorhin. Ob wir den nochmal verbessern können? Ob wir da nochmal eine Schippe drauflegen können? Was meint er? Doppel-TVP-Maus. Also eine Maus sagt mir schon mal, fahr nicht in die Stadt. Nee, lieber nicht. Alles andere, oh, E100 genauso. Ich weiß es nicht. Ich will von den allen keine Kelle kriegen, ne? Das ist halt das Problem. Selbst eine Maus mit ihrer DPM, ne? Da bin ich Katzenfutter. Und so könnte ich draußen wenigstens so ein bisschen TVP und sowas, aber TVP macht mich auch nass. Mit seiner DPM. Und zwei Artis. Haha. Nee. Gib mir die Premium-Munition und dann ab in die Stadt. E7 wäre schön, wenn die noch mitkommen würde. TVP kommen ja auch auf der Seite. Ah, jetzt weiß ich warum. Der Sniper? Nicht wirklich, oder? Hat der wirklich auf den jetzt geschossen?
Na komm, mach's nochmal. Boah, ein Kack-Trade, wa? Da kommt die. Monsterkelle, ja. Der kleine Homo-Fürst, ey. Alter, sie sind alle hier? Sie sind wirklich alle hier? Ach, hört doch auf. Lade leider noch nach. Ach, ich kette ihn. Feels Batman, Mann. Ich wollte ihn ja auch nicht ketten. Wenn sie wollt gewesen wäre, wäre es ja cool gewesen, aber war es ja nicht. Nein! Oh, ich hab gegen so ein scheiß Geländer gegen geschossen, gegen Geländer! Verdammte Kacke! Wie kann man denn gegen so ein Pissgeländer schießen? Ah, da waren wieder Schüsse dabei, oder? Oder was meint ihr? Da waren wieder Mega-Schüsse dabei. 10-9-7. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Nicht mit mir, meine Freunde, nicht mit mir. Das machen wir noch mal besser. Da geht noch was. Da geht noch eine Schippe drauf. Gerade mit dem. Schöner Panzer. Ich freue mich ja also schon so ein bisschen auf seinen Nachfolger. Der ist ja auch nett. Nett ist der kleine Bruder von Scheiße. Nein, der ist gut. Der ist wirklich gut. Ich muss mich einfach mal ein bisschen anstrengen. Mal ein bisschen was machen. Ne? Dann wird das auch. So, zwei Artis ist ja schon wieder Weltklasse. Berg könnte noch ein bisschen arbeiten, aber die Artis. Die Artis ist kacke. Die Artis ist kacke. Ich hoffe nicht, dass der Bulldog da hinten in die Ecke rutscht. Ich hasse das. Ich hasse das, wenn die in diese Pissecke fahren. Hier der Stein. B6, da könnt ihr ausflippen. Ne, er fährt erstmal auf den Berg. Fürstspot. Sehr gut. Das ist gut für uns. Das heißt, da kann keiner in die Pimmelecke fahren. T49 ist auch da oben. Das ist gut. PvP kann sich schon mal schön entladen. Und das Objekt ist fast raus. Das geht. Ach, der auf dem Berg. Nee. Ist tatsächlich einer in der Pimmelecke?
Das ist gut, die bewirken ihn schon mal alle. Ich müsste ihn eigentlich spotten. Der Tarnwert dürfte nicht ausreichen für die Entferner. Wenn er rausguckt, müsste er aufgehen. Ist natürlich erstmal langweilig, diese Position abzuämen, aber der ist da sehr, sehr nervig, wenn ich jetzt gleich hochfahren würde. Also ich bin aufgegangen, er aber nicht. Ich mag diese Position nicht, Mann. Ja, man kann auch nicht hochfahren, ne? Jetzt sitzt er da in seiner Pimmelecke und wartet halt, bis du rausfährst. Das ist halt nervig. Ja, das war schon mal ganz gut. Und der ist selber auch nicht rausgekommen. Das war auch gut für uns. Tja, der mit seiner verkackten Pimmelecke, ehrlich. Ich hasse die Position, ehrlich. Wenn einer diese Kackposition befährt, dann hast du keine Chance. Er kommt, glaube ich, nur raus, wenn die Artie schießen kann. Nee, da kann er nicht hinfahren. Jetzt stehe ich so, dass ich ihn auf jeden Fall aufmachen muss. Ja, klickt noch 5-mal hin. Wir wissen, dass er da steht. Wir können daran aber nichts ändern, verdammte Kacke. Das ist eine richtige Kackposition. Und ich hasse die Mieten. Ich wollte vor keinem Warnhaus dran, ich hab keinen Bock darauf. Ja, ist eine gute Position, ne? Von öfters mal Lights an, aber ich hasse es einfach so dermaßen. Ist so nervig, die Position.
Ja, da kann man nichts machen. Aber jetzt die IS-3, die musste ich jetzt da an der Stelle auf jeden Fall rausnehmen. So, mal gucken. Jetzt werde ich auch schon beschossen. Aber jetzt wird natürlich auf der anderen Seite Druck gemacht. Das passt natürlich soweit. Ja, GW-Tiger, natürlich darfst du mir wieder die Kelle des Todes geben. Ja, er braucht nicht aim. Er braucht nicht aim. Wie mich ist einfach angepasst. Nehme ich raus. So, und jetzt der letzte, der Rheinmetall. Muss ja irgendwo muss er ja sein. Ah, der ist er da. Komm, fahr drauf. Fahr drauf. Los! Ist deine einzige Chance. Fahr! Oh. Jetzt ehrlich? Muss doch drauf fahren. Du hast nicht viele Chancen. Naja, hat mir wenigstens den Gefallen getan. Einen konnten wir noch. Einer ging noch rein. Und der Spaß geht weiter. Herrlich. Herrlich. So muss es sein, Leute. Oh. Schönes Ründchen hintenrum nochmal. So ist doch herrlich. Ja, dann gibt es eigentlich nur noch zu sagen, Mensch, danke. Danke, dass ihr dabei wart. Ich würde mich natürlich freuen, wenn das nächste Mal wiederkommt. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Daumen hoch, dann weiß ich Bescheid. Ansonsten schreibt es in die Kommentare, wenn euch irgendwas aufgefallen ist. Wenn ihr Panzerwünsche habt, wie gesagt, schreibt es bitte rein. Ich fahre auch mal andere Panzer. Ihr müsst mir im Bus sagen, was ihr gerne sehen wollt. Und dann können wir natürlich gucken, ob ich den irgendwo in der Garage stehen habe. Aber ich sag mal, so eine etwas kleinere Sammlung habe ich schon. Ja, also es gibt ein bisschen Auswahl ist da. Die üblichen Verdächtigen, sagen wir mal. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.